Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode auf Kritisch gesehen, eurem Podcast, in dem wir gemeinsam durch die Welt des Kinos und des Fernsehens navigieren und dabei die Perlen, aber auch die Flops unter den Filmen und Serien entdecken. Ich bin Thorsten und freue mich, euch neben eurer bevorzugten Podcast-Plattform auch auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen, wo ihr diesen Podcast ebenfalls finden könnt. In der heutigen Episode steigen wir in den Ring und stellen uns der Herausforderung, die neueste Fortsetzung der legendären Rocky-Reihe Creed 3, Rocky's Legacy, unter die Lupe zu nehmen. Wird der Film seinem Erbe gerecht? Kann Michael B. Jordan nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur überzeugen? Lasst uns diese Fragen zusammen beantworten. 1979 stand Sylvester Stallone nicht nur zum zweiten Mal mit Apollo Creed in Rocky II im Boxring, er fand sich auch selbst auf dem Regiestuhl wieder, nachdem er bereits 2 Oscar-Nominierungen für Rocky erhielt. Vergleichbar mit Stallones Karriere hat es Michael B. Jordan, der Hauptverantwortliche der Creed-Reihe, bis zum dritten Teil gebraucht, um das Regiezepter in die Hand zu nehmen. Creed 3, Rocky's Legacy, markiert dabei sein Regiedebüt, das vor allem durch technische und stilistische Elemente überzeugt. Die Boxszenen bestechen durch ihre greifbare Körperlichkeit und Dynamik. Doch trotz der vielen positiven Aspekte konnte mich der Film nicht vollends überzeugen. Ein zentrales Problem, das mich in Creed 3 störte, war die fehlende Motivation der Hauptfigur. Mit den Jahren wurde es immer schwieriger, einen plausiblen Grund zu finden, warum Rocky nochmal in den Ring steigen sollte, ohne gnadenlos von jüngeren Kämpfern besiegt zu werden. In den Rocky-Filmen konnte man dennoch immer Stallones unbedingten Willen spüren, vor allem, wenn die Rocky-Fanfare ertönte und er auf gefrorene Schweinehälften einprügelte. In Creed 3 hingegen vermisste ich dieses brennende Verlangen und diesen Willen besonders bei der Figur Adonis Creed. Ja, Creed hat eben eine beeindruckende Karriere hinter sich gebracht und scheint irgendwie satt zu sein. Anstatt selbst in den Ring zu steigen, betreibt er nun ein eigenes Boxcenter und fördert die Kämpfe des aktuellen Champions Felix Chavez, der gegen Victor Drago um den Weltmeistertitel antreten soll. Ja, inmitten dieser aufgeheizten Stimmung taucht Adonis Jugendfreund Damien auf, nach fast 20 Jahren Gefängnis und steht plötzlich vor ihm. Damien, der in seiner Jugend ein talentierter Boxer war, will nun nachholen, was er während seiner Zeit im Gefängnis verpasst hat. Obwohl Adonis bereit ist, ihm zu helfen, nimmt er Damiens Wunsch nach einer Titelchance zunächst nicht ernst. Erst als sich Drago bei einer Party verletzt und den angesetzten Kampf absagen muss, lenkt Adonis ein. Damien soll für Drago in den Ring steigen, ein fataler Fehler, der Adonis dazu zwingt, erneut die Boxhandschuhe anzulegen. Warum sich übrigens Drago verletzt, das findet ihr bitte selbst heraus. Das erste Mal ohne Sylvester Stallone. Funktioniert das? Ja, man könnte sagen, das funktioniert. Möglicherweise ist es vielleicht sogar notwendig für die Creed-Reihe, sich von Stallone ein bisschen zu lösen, um eine eigene Identität zu finden. Die früheren Rocky-Filme waren auch immer Filme über die italo-amerikanische Erfahrung. In Creed 3 baut Michael B. Jordan seinen persönlichen Street Creed auf, indem er in atmosphärisch-stilistischen Rückblenden den jungen Adonis zeigt, der heimlich aus dem Haus schleicht, um den älteren und bewunderten Damien zu halboffiziellen Fights zu begleiten. Die Boxkämpfe sind durchweg stilsicher inszeniert. Jordan und sein Chefkameramann Kramer Morgenthau arbeiten spektakulär mit Superzeitlupen, um die Wirkung jedes einzelnen Faustschlags und jeder fliegenden Schweißperle voll zur Geltung zu bringen. Auch der abschließende Kampf ist gekonnt inszeniert und driftet sogar ein wenig, fast surreales Moment ab, um die volle Konzentration der Kämpfer auf ihre Gegner visuell darzustellen. Doch trotz dieser technischen Meisterleistung fehlte mir so ein bisschen die Gänsehaut, die man normalerweise mit der Rocky-Reihe verbindet, vor allem im großen Finale. Jonathan Majors, der in Endman 3 eine herausragende Leistung als Kang zeigt, die brilliert in Creed 3 erneut als Antagonist. Von der ersten Sekunde an dominiert er die Leinwand. Majors Figur Damien, der sich nach vielen Jahren im Gefängnis an Adonis wendet, um seine Chance zu nutzen, überzeugt durch seine entschlossene, wenn auch etwas zurückhaltende Art. Trotz Damiens analytischen und cleveren Vorgehen während der Kämpfe wird er vom Publikum nicht als der Böse wahrgenommen, sondern als der Underdog, für den man mitfiebert. Er hätte tatsächlich der perfekte Protagonist für Creed 3 sein können. Ja, leider ist das Drehbuch da und gibt ihm Damien eine zwielichtige Wendung. In einer Szene am Strand zum Beispiel entpuppt er sich plötzlich als der echte Bösewicht, was nicht so recht zum restlichen Ton des Films passen will. Hier versucht der Film, die Sympathien des Publikums von Damien wegzulenken und wieder auf Adonis zu richten, der plötzlich verkündet, dass er unbedingt wieder in den Ring steigen muss.
seine Frau Bianca, gespielt von Tessa Thompson, stimmt ihm zu und schon steht der große Kampf bevor. Leider fühlt sich dieser aufgrund der schwachen Vorbereitung weniger zwingend an als die Kämpfe in den vorigen Rocky- und Creed-Filmen. Obwohl Creed 3, Rockys Legacy technisch und stilistisch beeindruckend sind, konnte mich der Film nicht vollends überzeugen. Die fehlende Motivation der Hauptfigur, die abrupte Wandlung Damien zum Bösewicht und das Fehlen der Gänsehaut im Finale ließen mich ja eher durchschnittlich zufrieden zurück. Trotzdem erkenne ich die Leistung von Michael B. Jordan als Regisseur an und bin gespannt, was er in Zukunft noch auf die Leinwand zaubern wird. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Episode von Kritisch gesehen. Ich hoffe, meine Einschätzungen zu Creed 3, Rocky's Legacy haben euch einen tieferen Einblick in den Film gegeben und euch dabei geholfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob ihr den Film sehen wollt oder eher nicht. Denkt daran, dass Kritik stets subjektiv ist und ich ermutige euch, eure eigenen Meinungen zu bilden. Vergesst nicht, den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, zu abonnieren. Ihr findet Kritisch gesehen auch auf YouTube. Bleibt gespannt auf die nächste Episode, in der wir einen weiteren aktuellen oder klassischen Film oder eine aktuelle oder klassische Serie besprechen werden. Bis dahin, bleibt kritisch, bleibt neugierig und vor allem bleibt beim Film und bei den Serien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.